Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind heute bei Ion zu Gast. Wir bekommen schon die Modelle von 2023 vorgestellt und unter anderem wird es darum gehen, worauf beim Schuhkauf zu achten ist, aber auch worauf beim Schonerkauf und auch bei der Schonerwartung, also beim Waschen, zu achten ist. Und dementsprechend ist das, glaube ich, für alle von uns sehr interessant. Bleibt dran, es wird spannend. Und heute zu Gast bei Ion. Ich habe einfach mal meine Schoner mitgenommen und jetzt nehme ich euch mit auf die Tour. Dennis, Halli, servus, hallihallo, grüß dich. Dass ihr es geschafft habt, hey, servus. So, wir sind heute bei dir, bei Ion, wegen Schoner. Ich habe dir mal meine stinkenden mitgenommen. Ja, man riecht schon. Ja. Ja, freut mich. Herzlich willkommen bei Ion, bei Boards & More. Mein Name ist Dennis. Ich kümmere mich bei Ion im Marketing unter anderem um die PR, ums Teammanagement, Shootings organisieren, die ganz coolen Sachen, Events auch. Freut mich, dass ihr es heute hergeschafft habt. Nehmen wir euch einfach mal mit. Oder? Perfekt. Wir haben heute die Fachmänner, habe ich gehört, die praktisch die Protektoren bei euch und Schuhe habe ich auch. Genau. Also Schuhe jetzt schon genau. Ja, wir haben noch unsere zwei Produktentwickler mit am Start. Die werden euch gleich ein bisschen mehr erzählen über unsere neue Highlight-Produkte nächstes Jahr. Dann gehen wir jetzt mal in den Showroom von Ion. Das ist unser kleiner Showroom. Wir bewahren mir quasi sämtliche Artikel unserer aktuellen Kollektion auf. Wie ihr alle wisst, Ion besteht aus Ion Water und Ion Bike. Also die Marke Ion, die gibt es jetzt seit fast 20 Jahren. Und Ion Bike seit 10 Jahren. Wir feiern nächstes Jahr unser 10-jähriges Jubiläum, ein ganz besonderes Jahr für uns. Da haben wir einiges geplant, wie gesagt. Und genau, also wir haben jetzt hier hinten quasi sämtliche Artikel unserer neuen Kollektion. Wie es auch riecht, hier ein bisschen sehr viel Neopren. Das heißt, die ganzen Wetsuits, die die Kollegen von Ion Water hier im Start haben, Neoprenanzüge und sämtliches Spielzeug quasi, wenn man gern draußen unterwegs ist. Ja. Also es ist ein Riesenportfolio, was ihr hier anbietet, von Fahrrad über Wasser, alles mit dabei. Stand-Up Paddle, Fnatic kenne ich persönlich. Genau, Fnatic ist auch hier unterm Dach und Duotone auch noch für die Kitesurfer. Und super, dann warten wir jetzt auf die Spezialisten, um das mal genauer erklärt zu bekommen, meine stinkenden Schoner. Dennis, jetzt hast du die Spezialisten da von deiner Seite, stell sie doch mal kurz vor. Genau, wir haben jetzt hier zum einen die Anna und den Robsi. Beide leiten bei allen den Protective Gear Bereich und die werden euch jetzt ein bisschen was erzählen zu unseren Produkten, unseren Highlights von nächstem Jahr. Jonan, ich habe ja jetzt immer noch meine dabei. Der Robsi, ich will sie dir jetzt nicht zu nahe halten, weil sie sind teils gewaschen, teils nicht. Hallo Robsi, grüß dich. Hallo, servus. Du machst bei allen Schoner-Thema. Unter anderem, genau. Unter anderem, perfekt. Ich habe dir jetzt mal meine zwei mitgebracht, die sind schon länger im Programm. Ich habe einmal das erste, ich habe den mal komplett mitgewaschen. Also ich habe den einfach so, wie er ist, in die Waschmaschine und habe dann festgestellt, nach dem Waschen, ich darf es glaube ich gar nicht, oder? Es wäre hilfreich, also prinzipiell darf man die natürlich schon waschen. Was ganz wichtig ist, ist, dass dabei die Pads vorher entnommen werden. Wir haben die Protektoren so gestaltet, dass es eine überlappende Tasche gibt, in denen die Protektoren drin stecken. Hintergrund ist der, dieser viskoelastische Schaum, der da drin verbaut ist, das sind im Prinzip lauter kleine Kügelchen mit einem winzigen Loch, also kleine Hohlräume. Wenn die in der Waschmaschine verpresst werden, saugen die das Wasser auf, geben das Wasser ganz langsam erst wieder ab. Und generell ist Feuchtigkeit ist nicht der Freund von Polyurethan. Insofern ist es hilfreich, also sie sind einfach langlebiger, wenn man die Pads rausnimmt. Okay, weil ich habe den Eindruck gehabt, der ist so weich geworden einfach mit der Zeit. Vielleicht ist es auch vom Alter geschuldet. Das ist eben, wie gesagt, auch ein Alterungsprozess, der übers Spitzen zum Beispiel kommt und so weiter und so fort. Also generell alles, was mit Polyurethan zu tun hat und mit Feuchtigkeit auf Dauer, sind das keine guten Freunde. Super. Ich muss dazu sagen, der ist, glaube ich, 6, 7 Jahre alt. Der ist jetzt 1 oder 2 Jahre alt, so in der Richtung. Mhm. Hat sehr, sehr gut gehalten. Ich war sehr happy damit. Klar, den einen oder anderen Sturz hatte man auch. Schoner ist aber sowieso ein Thema, je nach Beanspruchung. Und wenn es einem schmeißt, dann muss der auch seinen Schutz geben. Ist es dann wie beim Helm, dass man den dann nach größeren Stürzen oder wann tauscht man den aus? Prinzipiell sollte man natürlich darauf achten, dass noch alle Nähte intakt sind. Das ist eigentlich mal so das A und O. Neben dem Pad ist es ganz besonders wichtig, dass die Grundstruktur unverletzt ist sozusagen, also dass nichts reißen kann im Falle eines erneuten Aufpralls. Das zum einen, zum anderen eben, dass das Pad zum Beispiel nicht eingerissen ist, weiter reißen kann. Das sind die maßgeblichen Punkte, worauf man achten sollte bei einem, nach einem Sturz definitiv. Also ich finde sowieso, Sicherheit geht immer vor. Man sollte solche Sachen immer
nach einer gewissen Zeit eh austauschen. So das ist es, ganz genau. Du hast jetzt schon einen neuen, glaube ich, in der Hand, weil der sieht nicht so aus wie meiner. willst du dazu was sagen? Ja, sehr gerne. Das ist im Prinzip die nächste Ausbaustufe von deinen Modellen. Prinzipiell haben wir natürlich den K-Pact nach wie vor im Sortiment. Es ist auch unser absoluter Bestseller. Da haben wir jetzt angesetzt und haben nochmal eine Detailverbesserung ins Leben gerufen. Und zwar haben wir dem Ganzen ein wenig mehr Robustheit gegeben in Form einer TPU-Kappe auf der Vorderseite. Das ist also ein direkt auf den Stoff gespritzter Kunststoff, der im Prinzip eine Art Rutschfläche nochmal bietet. Das heißt, im Aufprall, der eine oder andere kennt das vielleicht auch vom MIPS-System bei den Helmen. Wir hatten das Thema Helme gerade vorher schon mal. Es ist im Prinzip ein ähnliches Funktionsprinzip. Ein Teil der Aufprallenergie wird schon mal durch das Rutschen abgebaut und der Rest wird dann eben noch durch das Pad, das innen drin enthalten ist, reduziert und hilft somit, den Aufprall wirklich deutlich abzumildern. Und er ist ein bisschen länger geworden, habe ich den Eindruck, oder? Ganz genau. Das Ganze ist insgesamt ein bisschen länger als der normale K-Pact. Wird hinten über einen Strap über der Wade nochmal fixiert und hat, wenn man auch hier das Pad an sich sieht, im unteren Bereich ist es nochmal deutlich verlängert. Das heißt, auch unterhalb des Tibia-Kopfes ist nochmal genügend Schutz fürs Schienbein. Gleichzeitig haben wir insgesamt die Größe von dem Pad im Vergleich zum K-Pact nochmal vergrößert um ca. 20%. Umschließt das Knie auch seitlich. Wiederum, Tibia-Köpfe sind da seitlich sehr gut geschützt. Insgesamt das Pad ist auch ganz klein, Ticken dicker. Dadurch erreichen wir mit der Kappe zusammen, erreichen wir eine, ja, man kann sagen, es gibt ja eine gewisse Forderung seitens der Norm, seitens der CE-Zertifizierung dieser Protektoren. Diese Restkraftwerte, die wir für den Level 2-Einsatz erreichen müssen, halbieren wir sogar. Also wir sind quasi doppelt so gut, wie es eigentlich der Gesetzgeber vorschreibt. Okay, und das heißt, der ist jetzt für den Fuß, fürs Knie, ganz wenn man es mal so hinhält. Ellbogen ist ja auch ein Thema. Ich und Petra, wir fahren meistens ohne. Ich habe meine alten auch dabei, die sind noch sehr neu, weil ich sie nie anhabe. Hast du da was Flaches, Schönes im Programm oder wie sieht das da aus? Also da gibt es natürlich auch wiederum von bis, wie bei Knieprotektoren auch. Wir haben im Programm von ganz dünnen, von sogenannten Sleeves, die mehr oder weniger ein Abriebschutz sind, sodass man sich jetzt nicht unbedingt immer gleich als erstes die Tapete von Ellenbogen zieht. Bis hin zu Level 2 zertifizierten Ellenbogenprotektoren haben wir eigentlich alles im Programm, also quasi das Pendant zum K-Pact ist der E-Pact, der einen sehr hohen Schutz bietet. Dann gibt es natürlich den K-Light, der ist so quasi mittendrin und den Sleeve als Abriebschutz. Weil meinen habe ich mir geholt und der ist auch schon sehr alt. Ich sah dann immer wie so ein Männchen aus, der war sehr groß und unterm T-Shirt sah es blöd aus. Petra, schmeiß mir den nochmal zu, bitte kurz. Also das ist meiner. Du kannst ungefähr sagen. Hat sich nicht viel dran verändert, muss man ganz klar sagen. Also das ist vom Grundaufbau immer noch das Produkt, wie wir es auch heutzutage immer noch im Portfolio haben. Wichtig hierbei ist ganz klar, auf die Passform zu achten. Zum einen, dass er natürlich nicht einschneidet unterhalb des Bizeps, beziehungsweise genau in die Kehle, in die Ellenbogenkehle. Und das ist das Zweitwichtigste, ist der Umfang im unteren Bereich, also genau das, was am Unterarm anliegt. Weil wer kennt es nicht, wenn man am Ende des Trails kurz vorm Radfallen ist, weil man den Lenker nicht mehr halten kann. Also Armpump ist so der Klassiker, wenn der Ellenbogenprotektor etwas zu eng ist und so langsam alles anspült. Super. Ich habe so ein bisschen gesehen, wie du ja schon gesagt hast, es gibt eine kleinere Sicherheitsstufe, die Nummer 1 nenne ich es jetzt einfach mal, die so ein bisschen kompakter ist, dass einem die Haut nicht vom... Genau. Dings zieht. Ah, hast du gar einen sogar gedacht. Ich habe noch mal was vorbereitet. Also ein sehr dünner Protektor, allerdings schon mit einem zertifizierten Pad innen drin. Also super. Eine gewisse Reduzierung der Restkraftwerte oder beziehungsweise der Aufprallenergie bis hin zu gewissen Restkraftwerten. Hat auch eine spezielle Oberfläche auch wiederum hier, eine sehr abriebsfeste Oberfläche und ist eigentlich das Ideale tatsächlich für so Trailfahrten, wo man immer noch flexibel und nicht allzu dick eingepackt sein möchte. Da bist du mit so einem Produkt eigentlich genau richtig. Ja, perfekt. Genau, das ist eigentlich so etwas Dünneres. Auf was sollte man von den Größen, was soll man generell an Schonern achten? Was sind so deine Tipps, die drei Tipps, die am wichtigsten sind?
Der absolut wichtigste ist natürlich die Größe. Ganz entscheidend ist die Größe. Es darf nicht zu locker sitzen. Tendenziell am Anfang vielleicht sogar ein bisschen zu fest. Im Normalfall dehnen sich die Nähte, es dehnt sich das Grundmaterial immer ein bisschen, bis sich der Protektor genau um das Knie legt. Also beispielsweise auch speziell unsere Sastec-Pads, die werden natürlich durch die Körperwärme ein bisschen weicher. Insofern lieber auf eine Nummer kleiner gehen, erstmal checken, ob die nicht gut sitzt, weil es gibt nichts Schlimmeres, als einen guten Protektor zu haben, der beim ersten Aufprall gleich mal von der Seite rutscht und dann im Prinzip die Kniescheibe beispielsweise freigibt. Hilft nichts. Hilft nichts. Also das A und O ist die Größe. A und O ist die Größe. Und letzte Frage von mir. Ich muss immer meine Schuhe ausziehen. Ist wichtig, klar, weil da muss der Protektor. Habt ihr auch was mit Reißverschluss im Angebot? Aber klar. Die komplette Produktlinie gibt es auch mit Zips, also zum Beispiel den K-Pack-Zip oder den K-Light-Zip. Alle mit außenliegenden Reißverschlüssen zum schnellen Anziehen. Im Prinzip der gleiche Schoner, nur mit einem Reißverschluss ausgestattet und natürlich die Straps ein bisschen anders angeordnet, dass man es gut anziehen kann. Aber ist es dann Sicherheitsstufe 1 oder 2? Gibt es in beiden Levels. Das sind, super. Genau, zertifiziert nach Level 2 und nach Level 1. Also ihr habt dann praktisch zwei Linien im Programm. Richtig. Für den, ich sag mal, Feldweg-Cross-Country-Fahrer, der nicht so extrem fährt, und den Enduro-Fahrer, der es richtig krachen lässt. Ganz genau, ganz genau. Auch so, dass man es beispielsweise individuell zusammenstellen kann. Also beispielsweise eben einen leichten Ellenbogen und einen etwas robusteren Knie, je nach Fahreinsatz, nach Vorliebe, genau. Perfekt. Jetzt habe ich noch mal was entdeckt. Es gibt auch eine Protektor-Weste zum Radfahren, wenn ich mal im Bikepark bin oder extremer unterwegs bin. Richtig, der Kernpunkt natürlich des Ganzen ist beispielsweise eben bei einem Protection Shirt Longsleeve, dass zum Beispiel auch die von dir angesprochenen Ellenbogenprotektoren schon enthalten sind. Mhm. Auch hier haben wir speziell dünne verbaut, die aber trotzdem ziemlich hohe Restkraftwerte garantieren oder ziemlich niedrige Restkraftwerte, so muss man es natürlich sagen, haben auch Sastec-Einsätze. Die braucht man nicht zum Waschen rausnehmen, weil es eine andere Materialmischung ist. Aber so prinzipiell ist die nach Level 1 zertifiziert, hat auch Schulterprotektoren, einen Brustprotektor und natürlich auch noch den obligatorischen Rückenprotektor. Und Einsatzbereich ist jetzt eher dann so Bikepark, ich fahre mit dem Lift hoch, oder? Ganz genau, richtig. Also weniger die 5000 Höhenmeter Tagestour. Habt ihr sowas auch im Programm? Was Leichtes, was schützt? Aber natürlich. Sehr gut. Hier haben wir zum Beispiel, das Ganze geht über Shortsleeve, auch wiederum mit Schulterprotektoren, Rückenprotektor und Brustprotektor hin zu einem Tank. Nee. Beziehungsweise das ist die Weste, genau. Die Weste hat noch Brust und Rücken, aber keine Armprotektoren oder Schulter. Und dann gibt es eben noch das ganz leichte Tanktop mit einem Central Back Rückenprotektor, also der wirklich nur das Rückgrat schützt. Ist also optimal wirklich für die schnelle Tour, wo man natürlich trotzdem gesichert unterwegs sein möchte. Super. Sehr, sehr belüftet, sehr atmungsaktiv. Und das Beste ist natürlich Made in EU und Aha. Das Ganze mit recycelten Materialien durch und durch. Und ich sehe jetzt hier noch zwei Hosen, die auch Schutzfunktionen mit eingebaut haben. Ganz genau so ist es. Wir haben hier Hüftprotektoren an der Seite, die auch nach Standards natürlich zertifiziert sind. Dazu noch am Oberschenkel leichte Polster und das Ganze mit oder ohne Sitzpolster. Mhm. Sehr cool. Jetzt haben wir, glaube ich, das komplette Portfolio, was man von Ellbogen bis Knie über Brust und Rücken haben kann. Schuhe haben wir auch noch mit dabei. Hallo, stell dich doch mal kurz vor. Du bist die? Anna. Hallo Anna. Hallo. Ich habe einen Schuh in der Hand, das ist das Mikro, nicht erschrecken, dein Produkt. Ja. Perfekt. Schön. Ja, genau. Hallo von meiner Seite. Ich stelle euch heute, ich gebe euch mal einen kurzen Einblick in die Schuhwelt von Ion. Wir bieten generell, ihr seid ja alle Leute vom Fach, zwei Varianten an, einmal mit Klick und einmal ohne Klick, sogenannte Flat-Pedal-Schuhe. Und heute stelle ich euch eben das 23er Highlight vor aus der Scrub-Linie, das ist die Flat-Pedal-Linie, den Scrub Select Boa. Boa, das System kenne ich, zum Zumachen ersetzt die Schuhbändchen. Genau, jetzt fangen wir einfach gehen wir von unten nach oben. Also wir haben, wie ich schon vorher gesagt habe, es ist eine Flat-Pedal-Außensohle, heißt, wir haben einen zweiseitigen Aufbau. Außenrum ist dieser Flat-Bereich, wo wir eine Subtraction-Gummimischung verwenden, die halt für den
in Kombination mit dem Profil, was wir haben, für den nötigen Grip auf dem Pedal sorgt. Was nur hervorzuheben ist bei unserem Schuh, ist, dass wir eben im Vorfuß, Rückfuß, quasi Vorfuß und Rückfuß haben wir wegen der Traktion auf dem Boden, wenn man mal laufen muss, positive Profilblöcke, heißt, die kommen raus, und im Pedalbereich, wo dann die Pins rein müssen, haben wir negative, sodass man hier in dem Bereich eine sehr große Auflagefläche hat, wo man seinen Schuh je nach Belieben Mittelfuß, Vorfuß positionieren kann auf dem Pedal, und wenn Traktion ist, dann sorgt es eben für den nötigen Grip. Obenrum, also die Außensohle, die gibt es schon länger, obenrum ist jetzt alles komplett neu. Wir haben hier das Select-Modell, das heißt, wir sprechen hier von dem oberen Preispunkt, weil an dem Schuh sehr viel passiert. Iron steht, kennt ihr, steht für Protection, deswegen ist für uns auch super wichtig, dass wir alle Protection-Elemente einarbeiten in dem Schuh. Hier haben wir eine externe aufgebrachte Zehenkappe, die halt in diesen sensiblen Bereichen wie großer Zeh, medial verstärkt ist. Hinten gibt es noch eine Fersenkappe, die in jedem Schuh sein muss. Zusätzlich haben wir halt medial quasi eine No-Saw-Schicht, die nochmal bei Kurbelkontakt hilft und vor Abrieb eigentlich schützt. Das, was sicherlich das Neueste ist, und da haben wir uns viele Gedanken gemacht und lang rum entwickelt, ist sicherlich diese Sockenkonstruktion in Kombination mit diesem Verschluss, der aus zwei Laschen besteht. Sockenkonstruktion ist sehr geil, weil du schlüpfst rein, kommst gut rein, umschließt deinen Knöchel, sorgt für den nötigen Support beim Fahren, schützt auch vor Dreck, der reinkommen könnte, wenn man mal bei staubigen Bedingungen fährt. Und in Kombination eben Boa kennen viele, das ist eine ganz einfache Handhabung, aufmachen, reinschlüpfen, drücken und zuziehen. Das Coole an dem System ist, der Schuh lebt, wenn du ihn anhast quasi, da entsteht Wärme, das kann sein, dass da auch viel, dass der Schaum ein bisschen nachgibt, du kannst einfach nach dem Fahren justieren. Ja, das ist das Produkt von unserer Seite. Super, und das kommt dann im nächsten Jahr raus, ist ganz neu, und ihr habt jetzt schon exklusiv für uns den vorgestellt. Richtig, neben ein paar anderen wahrscheinlich, aber ihr seid die Ersten wahrscheinlich. Vielen lieben Dank. Bitte. Fahrt ihr oder habt ihr mehr im Programm Click oder Flat? Was ist so der Zukunftsweg oder wo spaltet sich die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt? Tatsächlich schwierige Frage. Umfrageergebnisse, glaube ich, sind so bei 50-50, 48-52. Wir sind, also aus unserer Perspektive müssen wir bieten beides an, was es, glaube ich, beide Zielgruppen gibt. Wenn man den Profi fährt und, glaube ich, immer Klick gefahren ist, dann fährt man auch weiter Klick. Hat Vorteile, dass man immer einen festen Stand hat, immer einen guten Schwerpunkt über dem Fahrrad hat. Wenn man aber jetzt im Anfängerbereich ist oder sich nicht ganz sicher fühlt oder auch vielleicht auch öfter mal Schiebepassagen hat und vielleicht auch mehr Komfort will, vielleicht auch ein E-Bike sich gekauft hat und neu in diesen Bereich einsteigen möchte, ist vielleicht aus persönlicher Empfinden vielleicht der Flat am Anfang vielleicht zum Reinkommen die bessere Wahl. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Keine Kaufempfehlung meiner Seite, aber ja. Ja, super. Dann, Petra, wir fahren weiterhin Klick, oder? Was meinst du? Sie nickt. Außer im Winter. Danke an dieser Stelle. Also ich habe jetzt noch eine letzte Frage, weil meine Schoner sind gewaschen und sie müffeln immer noch so ein bisschen. Deswegen will ich es niemandem zeigen. Dein persönlicher Trick für Wäsche und was du anwendest. Also wie bei sämtlicher Sportbekleidung, in meinen Augen das Effektivste ist tatsächlich zuerst mit aufgelöster Zitronensäure, quasi sozusagen entkalken, ganz leicht, und anschließend mit Gallseife eine Nachbehandlung und dann in die Waschmaschine stecken. Ah, super. Werden wir mal ausprobieren. Vielen Dank. Dennis, vielen Dank. Wir haben jetzt einen guten Einblick von IAM bekommen. Ich würde jetzt ein Bier nehmen. Nein, Spaß. Was hast du noch im Portfolio? Im Portfolio, ja, wie gesagt, also nächstes Jahr wird unser großes Jahr, das 10-Jahre-Jahr. Und ja, neben den ganzen Highlights, die wir jetzt gerade auch vorgestellt bekommen haben, gibt es auch nochmal ein, zwei andere Neuigkeiten. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, und wir treffen uns einfach mal auf dem 3 hier in München. Definitiv. Jetzt nur ganz kurz für mich, ich habe so ein paar andere Marken noch gesehen. Fnatic ist dabei, zähl doch mal kurz aus, was unter einem Dach ist. Genau, also wie gesagt, Iron gehört zur Boards & More, und die Boards & More hat auch noch ganz andere coole Firmen.
ja, in petto. Zum einen gehört der Duotone dazu, vom Wassersportbereich und Fanatic. Auch ganz große Player, Esculap auch seit letztem Jahr. Die sind allerdings in Taufkirchen nebenan. Und ja, im Prinzip ja, findet man hier alles, wenn man Outdoor begeistert ist und gerne Sport treibt, da ist man hier ganz happy auf jeden Fall. Ja. Heißt, wir müssen zum Kiten anfangen, Petra. Grüße an Daniel von Esculap gehen raus. War auch ein mega cooles Video, was wir gemacht haben. Ja, Dennis, auch mit dir. Vielen Dank an der Stelle und schönen Urlaub. Ja, vielen Dank. Ja, schön, dass ihr hier wart auf jeden Fall. Und jederzeit gerne wieder. Seid immer herzlich willkommen und dann, ja, bis bald.